Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Überraschung, anderes Video als eigentlich gedreht, gedacht, hochgeladen und geplant. Lange, lange Geschichte. Ich habe vor ein paar Tagen etwas bei Catrice und bei Sephora bestellt, denn es gibt da so ein Produkt, was mich schon recht an das andere Produkt erinnert. Als es heute ankam, heute Morgen, dachte ich mir, habe ich mich vielleicht geirrt? Vermutlich. Ich bin mir ehrlich gesagt so ein bisschen unsicher. Es geht heute um, Achtung, zwei Lidschattenpaletten, die näher nicht sein könnten. Abgesehen von den Farben. Deswegen bin ich gerade eben, also literally, gerade eben nochmal zu Sephora gefahren und habe eine andere gekauft. Das ist die Natasha Denona Camel Palette. Eigentlich geht es heute um die, welche ist denn jetzt die richtige? Die hier. Die Catrice Five in a Box Mini Eyeshadow Palette, die ganz, ganz neu ist. Die könnt ihr online schon bestellen, kommt auch demnächst, glaube ich, in die Läden. Und die hat mich, als ich die gesehen habe, schon sehr stark an diese Natasha Denona Paletten erinnert. Ich komme aber bei Natasha Denona, ehrlich gesagt, so ein bisschen durcheinander mit klein und groß und habe mir von Natasha die Mini Nude Palette gekauft. Es ist aber nicht die richtige. Also die haben andere Farben, aber, und jetzt haltet euch fest, Packaging ist literally fast genau dasselbe. So ein paar Unterschiede sehe ich von der Farbe her und so, vom Plastik. Das hier ist beispielsweise ein bisschen elfenbeinfarbener als das von Natasha. Farblich sind die aber ähnlich. Es gibt eine von Natasha. Nee, das ist Natasha. Es gibt eine von Catrice, die aussieht wie Natasha. Ihr merkt schon, ich komme so ein bisschen durcheinander. Aber ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und habe einfach eben nochmal eine neue Natasha Denona Palette gekauft. Ich bin schnell zu Sephora gefahren, ist ungefähr eine Stunde von mir entfernt. Und da ist sie. Das ist die Camel Palette. Die Camel Palette ist ein bisschen größer als die Mini Paletten, also demnach auch größer als die von Catrice, haben aber im Prinzip genau dasselbe. Es sind fünf Farben, gibt es in tausend verschiedenen Möglichkeiten und ich fand die schon immer sehr spannend. Und als ich die von Catrice gesehen habe, dachte ich mir, okay, ich muss ein Vergleichsvideo machen. Denn, ihr wisst, ich bin nicht nur die Dupe-Maus, sondern ich bin auch Team Günst-Maus und möchte für euch herausfinden, ob es die Möglichkeit gibt, dass Paletten ähnlich sind. Ich vermute, dass es eine Kombination sein wird aus... Eigentlich nicht. Eigentlich vermute ich das nicht. Aus... Doch, schon. Ich vermute, dass das eine Kombination aus der Camel-Palette und der Mini... Nude-Palette von Natasha Denona ist, denn in der Camel-Palette ist eine Farbe nicht drin, die ich in der Catrice-Palette habe. Hier ist nämlich ein Schimmerton, ein mattes, ja so ein Knochenton, ein Beige, ein Gold-Kupferschimmer und ein mattes Braun. In der Camel-Palette gibt es drei matte Töne und zwei Schimmertöne. Also es ist ein bisschen anders. Nee, gar nicht. Ich bin verwirrt. Welche ist denn jetzt hier richtig? Nee, doch. Ah, okay. Ich bin verwirrt, Freunde. Es tut mir leid, weil ich komme echt durcheinander, weil die so ähnlich aussehen, die Paletten. Selbst die Verpackung. Okay. Ich werde euch jetzt hier mal ein paar Swatches einblenden und ich probiere euch das so zu machen, dass oben Catrice ist und unten Natasha Denona und ich packe euch die Farben side by side. Also, sie sind schon sehr, sehr ähnlich. Ich habe sie vorhin schon mal geswatcht und das ist schon sehr, sehr krass. Das Einzige, was ein bisschen anders ist, ist, dass bei der Natasha-Palette kein mattes Weiß ist, wie bei Catrice. Dafür ist bei der Natasha-Palette aber ein zweiter Ton drin, der meines Erachtens nach fast schon unnötig ist, weil der ist sehr ähnlich wie dieser Ton hier. Aber ihr werdet es in dem Swatch gesehen haben. Wir machen jetzt das ultimative Battle. Denn, Freunde, haltet euch fest, Schlippis an, setzt euch hin. Diese Palette von Catrice kostet nur 3,99 Euro. Die von Natasha Denona, die kleine, die es auch in der Version von Catrice gibt, aber es ist ein anderes Modell, da habe ich mich vertan, kostet 25 Euro oder 21 Euro. Und die große von Natasha Denona, die kostet 41 Euro. Das sind 10 Paletten hiervon für eine Natasha Denona Palette. Ich weiß, Natasha Denona und vergleichen mit anderen Lidschatten ist immer sehr, sehr dünnes Eis, auf dem ich mich begebe. Denn manche sagen, du kannst das nicht vergleichen mit der Qualität und so.
Das stimmt zum gewissen Punkt, dass Natascha ganz besondere Texturen hat und vermutlich auch andere Inhaltsstoffe drin hat. Da kenne ich mich halt einfach gar nicht aus. Aber so vom Feeling her würde ich schon sagen, die sind recht ähnlich. Bei Natascha, falls ihr sie nicht kennt, ist eine recht hochpreisige Marke. Ihr könnt die Fändchen alle rausnehmen bei diesen Natascha Denona Paletten und könnt sie euch so arrangieren, wie ihr wollt. Vielleicht mache ich das demnächst mal. Aber ich hole euch jetzt ein Stückchen heran und dann geht's los. So, Freunde, jetzt seid ihr schön nah dran. Falls ihr hier neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und lasst mir bitte einen Daumen nach oben da für den Einsatz, den ich heute für euch gebracht habe. Also, wie gesagt, ich hatte mir eigentlich die von Natascha Denona gekauft. Ich glaube, die werden wir nicht benutzen, außer diesen einen Schimmerton. Der ist nämlich hier ein bisschen ähnlicher drin als bei der von Catrice, beziehungsweise als der hier in der Natascha Denona Palette. Kommt ihr überhaupt noch mit? Falls nein, schreibt es mir in die Kommentare. Okay, wir schminken auf der einen Seite Natascha Denona, auf der anderen Seite Catrice. Und ich gehe als erstes in der Catrice-Palette in dieses matte Braun hier rein. Das ist ein bisschen Kickback da, finde ich aber nicht so schlimm. Und der Pinsel hier von Morphe ist auch immer sehr, sehr staubend. Ich finde es süß, dass Catrice einfach sich auch da so ein bisschen hat inspirieren lassen und uns so eine kleine Palette rausgebracht hat. Denn ich liebe diese Mini-Paletten, die sind. Also davon gibt es erstmal ganz, ganz viele von Catrice, ich glaube 5 oder 6. Und dann sind die halt auch noch wirklich günstig. Also ich weiß nicht, wie Catrice es schafft, so günstige Lidschatten rauszubringen, die so gut sind. Ihr seht, ich habe sofort Farbe auf dem Auge. Und dann setze ich mir die Farbe noch hier hin. Die ist extrem gut pigmentiert und sieht richtig, richtig schön aus. Sie hat ein bisschen Kickback unterm Auge, aber wie gesagt, der Pinsel ist auch so ein bisschen schwierig dafür. Extrem gut pigmentiert, ließ sich sehr gut aufbauen. Ich nehme einen anderen Pinsel jetzt, aber auch von Morphe. Also das ist dasselbe Modell. Und gehe in die Natascha Denona Palette und gehe jetzt in diese Farbe hier außen. Das ist im Prinzip, sieht genauso viel Kickback wie die von Catrice. Und die setze ich mir auch hier in meine Lidfalte. Aber, Freunde, also ein ganz kleiner Farbunterschied ist da, aber den werden wir vermutlich gleich nicht mehr sehen. Wie gesagt, ich bewerte jetzt nicht unbedingt die Qualität und wie soft ist so ein Lidschatten. Also, mir ging es jetzt wirklich nur darum, kriege ich es hin, mit einer 3-Euro-Palette denselben Look hinzukriegen wie mit einer 40-Euro-Palette. Das ist einfach, ihr müsst euch mal vorstellen, was kann man alles für 37 Euro, die man dann über hat, noch machen? Ich kann für 36 Euro eine Woche einkaufen gehen. Lebensmittel, setzt eure Prioritäten, Freunde. Okay, also ehrlich gesagt, sehe ich da jetzt nicht wirklich einen Unterschied? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr einen Unterschied seht. Denn ich finde, in der Kamera am Ende, also auf dem fertigen Bildschirm, sieht es eh immer noch mal ein bisschen anders aus. Und ich sehe es dann erst beim Schneiden und kann dann auch erst darauf so ein bisschen reagieren. Aber wenn ihr es schon seht, schreibt es mir gerne einmal rein. Übrigens habe ich auf den Lippen von Banana Beauty die Farbe Flash Me von Sarah Harrison mit dem Catrice Dewyful Lips. Okay, wir machen weiter. Ich nehme jetzt hier einen kleinen und gehe bei Catrice in dieses dunkle Braun. Auch extrem intensiv. Was waren das jetzt? Hier war Catrice. Seht ihr, ich komme sogar schon durcheinander. Und das setze ich mir hier direkt in die Crease. Wow. Fertig. Baue mir das noch so ein bisschen auf. Ich gehe gar nicht so weit nach vorne damit heute. Nehme mir nochmal einen kleinen sauberen Pinsel und platziere das hier noch so bisschen intensiver hin. Also das ist kein schwarzer Lidschatten, das ist eher so ein Graubraun, würde ich fast sagen. Extrem schön. Ich nehme nochmal den Pinsel von eben und blende einfach hier ganz leicht nochmal dieses Beige mit rein, dass der Übergang ein bisschen weicher wird. Aber look at this. Das ist nicht Drogerie mehr. Schau mal, ob ich den Pinsel nochmal habe hier von BH. So ähnlich hier von Urban Decay. Und da gehe ich in der Natascha-Palette in dieses dunkle Braun hier. Das sieht auch ein bisschen wärmer aus als das von Catrice. Okay, der Ton ist tatsächlich schlechter pigmentiert als der von Catrice. Hat nicht ganz so viel Kickback. Und die. Okay, jetzt kommt es. Nehme die Seite hier und blende das aus mit der Farbe von eben. Okay, krass. Also das ist. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche Seite euch besser gefällt. Natascha Denona hier oder Catrice? Ich bin gerade ehrlich gesagt so ein bisschen hin und her gerissen.
dass ich hier so ein bisschen mehr Pigment habe und das verblenden kann. Aber farblich ist das nur ein bisschen wärmer als das von Catrice. Es ist ein bisschen kühler. Ich blende auch hier nochmal so ein bisschen dieses Beige mit rein. Crazy. Also ehrlich gesagt, same. Ich nehme jetzt einen flachen Pinsel und gehe bei Natascha in dieses Gold. Und das muss man lassen. Die Schimmertöne von Natascha sind schon immer sehr, 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 sehr gut. Also die sind schon Weltklasse. Ich baue mir das hier so hinten so ein bisschen auf und gebe mir das hier so in die Crease. Drehe dann den Pinsel und gehe in diesen hellen Ton. Und der ist eher so ein, okay, da ist viel dran, wie so ein seidig matter Ton, den man auch bestimmt hier gut unter der Augenbraue tragen könnte. Und das ist der Unterschied zu der Catrice Palette, vermute ich. Also Freunde, ihr merkt schon, ich bin gerade so ein bisschen überfordert damit, weil, also ich habe mir schon gedacht, dass sie von Catrice gut sind. Ich liebe die Lidschatten von Catrice, aber mir gefällt die Seite fast besser als die von Natasha Denona. Und das ist mein gutes Auge. Habt ihr auch ein gutes Auge? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Dasselbe Spiel machen wir einmal bei Catrice, Five in a Box, und gehen in diesen goldenen Ton und geben uns den hier außen hin. Ich vergleiche mal so ein bisschen. Also der ist nicht ganz so weich wie der von Natasha. Farbe ist aber auch sehr ähnlich. Und dann nehme ich jetzt mal hier diesen Schimmerton hier. Und ich finde, der ist so... Ja, der ist ein bisschen zarter und so ein bisschen mehr Elfenbeinfarben, aber seht ihr hier, der ist nicht zarter. Okay, ich sehe gerade 1000 Kommentare, aber ihr habt das gesehen, oder? Was habe ich denn davon, wenn ich euch verarschen würde? Welche Seite gefällt euch besser? Ich mache die Augen zu. Ich muss sagen, Catrice hier wesentlich intensiver hier. Und ich habe dieselben Pinsel genommen. Also exakt dieselben Pinsel immer. Wohingegen hier bei Natasha, die so ein bisschen erwachsener sind. Also das ist hier schon metallic, finde ich. Ich gebe mir jetzt nochmal mit dem kleinen Pinsel hier bei Natasha das dunkle Braun an den unteren Wimpernkranz. Und smog das hier so ein bisschen aus und dann nochmal hier die Kante so ein bisschen hoch. Und seht ihr, hier ist ein bisschen Fallout jetzt. Aber das ist nicht so schlimm. Hier ist der andere von Morphe. Ich gebe mir jetzt mal noch so ein bisschen Kajal in die Wasserlinie. Ich habe nämlich einen Look gesehen, den fand ich richtig, richtig schön. Das war auch die Inspiration so ein bisschen dafür. Ich brauche einen Spiegel. Und ich finde, das gibt dem Ganzen dann einfach nochmal so einen ganz, ganz anderen Ausdruck. Ich finde, ich hätte noch so ein bisschen spitzer arbeiten können, aber ich glaube, ihr wisst, in welche Richtung ich mit diesem Look hingehen wollte. Ich mache einmal kurz Lashes drauf, sammle mich kurz und bin gleich wieder zurück. Okay, Freunde, ich habe einmal kurz Lashes drauf gemacht und die Lippen habe ich neu gemacht. Das war mir zu orange gerade. Also, ich weiß... Ihr wisst, ich würde niemals, niemals etwas an die Natasha Denona Bronze Palette lassen. Die ist wirklich fantastisch. Aber jetzt im Side-by-Side-Vergleich. Und nochmal, das ist Catrice, das ist Natasha Denona. Ihr sagt's mir. Freunde, Maxim hier im Schnitt gerade. Ich habe euch bei Instagram dasselbe Spiel gefragt, damit ihr gleich direkt abstimmen könnt und ich das Ergebnis mit ins Video nehmen kann. Also nochmal, hier ist Catrice, hier ist Natasha Denona. Ihr habt selbst für Catrice alle abgestimmt. Hallo? Wie krass! Ich bin... Oh, also so schwer fiel es mir schon lange nicht mehr, weil ich weiß, Natasha Denona ist so ein Prestigeobjekt und man gönnt sich mal was. Aber Freunde, meine Aufgabe ist es, offen und ehrlich zu sein und euch zu sagen, spart euch bitte... Bitte, wenn ihr diesen Look haben wollt, nicht wenn ihr die anderen großen Paletten haben wollt, diesen Look, spart euch bitte das Geld und kauft euch die kleine von Catrice hier. Wenn ihr wollt, teste ich auch nochmal die andere, die wie diese von Natasha Denona ist, die Mini Nude Palette, die mir persönlich ein bisschen besser gefällt. Das ist schon sehr, sehr abendlastig.
aber einer meiner absoluten Lieblingslooks. Vor allen Dingen hier, dieser hier, der Schimmer ist einfach fantastisch. Ich muss so ein bisschen hin und her gucken, weil... Freunde, ich bin gespannt, wie stark ich gelüncht werde für meine Ehrlichkeit, weil ich weiß, ganz, ganz viele lieben Natasha Denona. Ich auch. Ich habe gerade 200 Euro bei Sephora gelassen für Natasha Denona. Weil ich es schön finde und die Sachen mag. Aber als Team Günstmaus Anführerin, Freunde, 3,99. Link ist unten in der Infobox. Gönn dir. Weil... Also das ist ja ein Scherz. Für den Look brauche ich keine 30 Euro ausgeben, 40 Euro ausgeben. I'm sorry. Ich bin gespannt, was ihr sagt, Freunde. Ich sehe die Dislikes reinflattern dafür, dass ich Natasha Denona gelünscht habe. I'm sorry, I love you, Natasha. I love you. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Würde vorschlagen, wir sehen uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Passt auf euch auf.